Liebe Freunde, ich bin heute hier bei Philipp. Philipp hat ein beeindruckendes Video gemeinsam mit Thomas gemacht und von daher wollen wir uns heute mal darüber unterhalten, miteinander reden und nicht nur übereinander. Deswegen bin ich heute hier nach Sachsen-Anhalt gefahren, um mit Philipp zu sprechen. Und lieber Philipp, du hast schon einiges gezeigt hier auf deinem Betrieb. Es geht insbesondere auch um die Fragen von Umweltschutz und Klimaschutz, die momentan viele Leute bewegen. Wo sagst du denn, haben die Landwirte vielleicht in der Vergangenheit Fehler gemacht, aber wo seid ihr auch weiterentwickelt, wo habt ihr euch weiterentwickelt, wo geht es eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, ob ich es immer als Fehler bezeichnen würde, die wir gemacht haben. Wir entwickeln uns ja auch einfach weiter. Man hat vielleicht vor 10 Jahren mit dem Stand gearbeitet, den man wissenstechnisch dann auch hatte. Aber sicherlich waren wir nicht immer ganz gut in gewissen Themen und wir gehen die Themen auch an. Also was Düngung angeht, was Pflanzenschutz angeht, da gehen wir immer bewusster mit um. Auch weil wir uns weiterentwickelt haben, weil Technik sich weiterentwickelt hat. Und da können wir auf jeden Fall noch viel tun. Jetzt höre ich momentan viel so von Landwirten, die sagen, ich habe immer so das Gefühl, dass diese selbsternannten Experten eigentlich viel mehr den Markt bestimmen. Ist das nur so ein Gefühl oder kann man das auch belegen an einzelnen Punkten, dass ihr euch nicht so richtig wirklich wissenschaftlich begleitet fühlt? Also sicherlich ist auf der einen Seite ist das ein Gefühl. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Themen, und Bereiche, die wir haben, wo man es auch belegen kann oder wo man sagen kann, okay, wissenschaftlich ist es eigentlich nicht haltbar. Beispiel Glyphosatverbot ab 2023, da ist ja auch die Aussage, dass das gesellschaftlich nicht mehr haltbar ist, dass das der Grund dafür ist. Ist jetzt nicht, dass ich der größte Glyphosat-Fan bin, sondern es geht mir einfach darum, dass wir wissenschaftlich handeln und mir ist wichtig, dass ich in Zukunft einfach eine breite Palette habe, ich nenne es immer meinen Werkzeugkasten, den ich brauche, dass ich auf mehrere Sachen zurückgreifen kann und wenn einfach alles wegfällt, weil es gesellschaftlich nicht mehr haltbar ist, dann kriegen wir irgendwann ein sehr großes Problem. Du hast selbst vorhin gesagt, 5% hast du, glaube ich, irgendwie deiner Flächen überhaupt nur mit Glyphosat behandelt und in den letzten 2 Jahren gar nicht komplett drauf verzichtet. Von daher zeigt das ja auch den verantwortungsbewussten Einsatz dieses Mittels. Aber wenn wir jetzt über Nitrat in den Böden sprechen, über die Bodenbelastung, geht es momentan, reden viel über die sogenannten roten Bereiche. Vielleicht kannst du das mal erklären. Ja, in den roten Gebieten sind ja die Nitratwerte zu hoch. Und da soll dann die Düngung eingeschränkt werden. Da geht es um 20% weniger Düngung zum Beispiel. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, das kann nicht grundsätzlich einfach die Lösung sein, zu sagen, wir verbieten was oder wir reglementieren was, sondern da muss mit den Landwirten zusammen an Lösungen gearbeitet werden, die es auch schon gibt. Auf den Betrieben gibt es viele Lösungsvorschläge und gute Ansätze, Sachen, die auch schon fertig ausgedacht sind. Und das wäre mir wichtiger, dass wir nicht nur über Verbote handeln, sondern dass wir da zusammen die Lösung entwickeln. Es geht auch um Zukunft, es geht darum, dass es weiterhin junge Landwirte gibt, die sagen, ja, ich will mit Stolz den Hof übernehmen meiner Eltern. Wo sind da die größten Probleme, dass momentan viele sagen, sie überlegen, ob sie das eigentlich wirklich tun sollen? Also es gibt mehrere Probleme. Das eine ist die Unsicherheit, dass man gar nicht weiß, was ist morgen noch erlaubt. Und da brauchen wir einfach mehr Sicherheit, dass wenn Investitionen getätigt werden zum Stand jetzt, dass man auch eine Sicherheit hat, dass nicht morgen gesagt wird, okay, der Stall zum Beispiel entspricht jetzt aber nicht mit dem, was wir wollen. Naja, die Preissituation ist natürlich auch noch ganz wichtig. Lebensmittel werden hier gerade in Deutschland sehr, sehr günstig angeboten und eigentlich auch zu Preisen, wie man nicht vernünftig produzieren kann. Und wenn man gesellschaftlich ein Ziel hat, was man möchte, wie produziert wird, dann muss man dementsprechend auch dafür bezahlen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir ran müssen. Gesellschaftliche Akzeptanz ist ein wichtiges Thema. Es geht auch darum, dass wir wieder ein bisschen mehr Zusammenhalt in Deutschland zwischen Stadt und Land schaffen. Wie glaubst du, können wir vielleicht auch beispielsweise die junge Generation, Schüler, Studenten, Auszubildende mehr dafür begeistern, dass sie sich auch wieder mit dem Thema Ernährung und Landwirtschaft beschäftigen? Also einmal will ich sagen, dass die Akzeptanz eigentlich schon da ist. Die ist gar nicht so schlecht, wie sie manchmal dargestellt wird. Da müssen wir aufpassen, auch als Landwirte müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu negativ sehen. Aber ich glaube, es wäre wichtig, dass Themen wie Ernährung und Landwirtschaft mehr den Weg zurück auch in die Schulen finden. Dass wir da einfach vernünftige Aufklärungsarbeit machen, dass man das Thema offen und ehrlich anspricht. Und das wird, glaube ich, schon viel helfen. Also, klarer Appell von Philipp, dass wir dafür sorgen, dass wir auf wissenschaftlichen Erkenntnissen unsere Politik machen, dass wir für Rechtssicherheit sorgen, aber auch, dass die Gesellschaft mitmacht. Dafür wollen wir das gemeinsam mit den Landwirten in Deutschland tun. Ich freue mich auf den weiteren Dialog und sage auch klar und deutlich, wir wollen einen Wandel in der Landwirtschaft. Dafür gibt es viele junge, aktive Landwirte, die diesen Wandel mitgestalten wollen. Wir werden als Deutschland aber auch Geld dafür in die Hand nehmen müssen. Das war's für heute und vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.